Ja, jetzt ein Controller wird er nicht erkannt. Sehr schön. Kleinen Moment noch, wenn wir fix gucken. Ah ja. Moment, ich sehe da ein paar Granatsplitter. Andenken an den Krieg, wie ich vermute. Gut, einen anderen Veteran zu treffen. Einen produktiven Tag noch. Ja, servus. Hallo, Herr Chefwissenschaftler. Gesehen. Achso, naja, das hätte ich nie brauchen. Carolina, Anja, Blaskowitsch. Hört mich jemand? Bitte kommen, Blaskowitsch. Habt ihr das Signal verstanden? Blaskowitsch, können Sie mich hören? Wie ist Ihr Status? Tja, ich bin hier auf dem scheiß Mond. Was für ein Großmaul. Ich mach das mit Seife aus. Also, Blaskowitsch, das Ziel sind die Entschlüsselungscodes der Atomkanone im Kommandomodul. Um zum Kommandomodul zu gelangen, brauchst du einen Raumanzug. Damit solltest du durch die automatischen Sicherheitssysteme kommen. Jawohl. Melden Sie sich, sobald Sie einen Raumanzug haben. Mach mal Schneckscher. Die Raumanzüge werden bei der Luftschleuse aufbewahrt. Am besten gehst du zu den Mannschaftsquartieren. Und dann weiter durch die Labore.
Ha. Naja, das war gerade kein so ganz guter Start. Vor allem scheint mein Sound ein bisschen verstellt zu sein. Irgendwie. Okay. Hä? Hab ich keine Munition mehr? Scheiße. Das war dämlich. Das war echt dämlich.
Sehr schön. Zeigt es doch einen Luftschacht an. Aha. Kotzen. Er ist im Schlafsaal! Granate! So, aufpassen! Ah, ah, nicht gut. Überhaupt nicht gut. Thank you.
Oh, nee. Alarm! Schicht auf Deckung! Das war dämlich. Das war echt dämlich. Wo ist mein anderes Messer hingeflogen? Der die Labore mit der Luftschleuse verbindet. Suche ihn. Aha, da hinten geht's also weiter. Weiß ich immer noch nicht, wo mein anderes Messer ist. Naja.
Das Level hätte man wahrscheinlich komplett ohne Angriffe überstehen können, aber nö. Ja. Kein Grund, nervös zu werden. Soll es also nur ein Geheimnis geben, okay. Springen wir halt gleich bis rüber. Nein! Ich erinnere mich an diesen Moment, damals im Lager. Ich kannte sie gut. Zäh, mit eisernem Willen. Keine Familie mehr, alle tot. Der Glaube, er hat sie am Leben erhalten. Ich habe so einen starken Glauben nicht. Für mich muss es überall Zweifel geben. Sonst ist kein Platz für Fragen, zum Lernen. Dieser Ort hier ist das Ergebnis gnadenloser Überzeugung. Absolute Gewissheit führt hierher. Und trotzdem glauben Sie? Ich frage mich, was für ein Gott so viel Leid zulässt. Und ich frage mich, ob ich noch an ihn glauben kann. Vielleicht will er uns prüfen. Möglich. Und wenn das so ist, dann versagen wir kläglich. Uah. Ach, das war das, wo ich hin sollte. Gibt es einen Computer mit einer Entschlüsselungsdatenbank? Finde die Kommandozentrale. Geh dort an den Computer und drucke die Entschlüsselungscodes aus. Hm.
habe leider keinen Plan, wie man so einen Großen besiegt. Nicht gut. Thank you.
Ha. Sehr gut, wie immer. Also wirklich. Von Maschinensoldaten gebaut. Soweit wir wissen, gibt es von dort aus einen Zugang zur Kommandozentrale. Muss diese Entschlüsselungscodes finden und dann weg von diesem öden Ort. Keine Zeit weiter! Stillkreuz! Ach ja. Okay. Ich drucke jetzt die Entschlüsselungscodes aus. Sie haben es geschafft, Blazkowicz. Und jetzt mach, dass du auf die Erde zurückkommst, William. Klaus ist in London. Er wird dich nach Berlin bringen, wenn du gelandet bist. Sicherheitsverstoß. Oh, schreib mich doch noch nicht so on. Sicherheitsverstoß Stufe 8.
Ach, da ist... Ach, Mann! Bin ich denn da oben? Okay. Naja, wobei. Oh, das gibt's doch nicht. Wo muss ich denn hin?
Zentrale London Nautica, Transporter Nummer 4. Meine Ladung ist zerstört. Ich wurde von einem verdammten Terroristen angegriffen und kam gerade noch mit dem Leben davon. Verstanden, Transporter 4. Vollständige Einsatznachbesprechung nach Ihrer Ankunft. Verdammter Mist, er ist im Schiff! Oh! Oh! Transporter 4, melden Sie sich. Transporter 4. Was ich alles in diesem Leben gesehen habe. Üble Scheiße, die dir den Magen umdreht. Dein Haar grau werden lässt. Okay, Captain Cowboy, Roger. Hier spricht Ihr Kumpel Klaus Kreuz im Wagen auf dem Weg zum London Nautica. Gehen Sie nach unten zu den Parkplätzen, dann sammle ich Sie ein. Roger? Ich habe 1000 Schlachten gesehen. Das London Nautica eröffnet das Feuer. Ich glaube, die schießen auf Sie. Die Sonne auf 5 Kontinenten untergehen sehen. Ich habe Staub vom Mond aufsteigen gesehen. Aber alles, was ich will, ist dich wiederzusehen. Tageslicht, kalte Luft. Scheinbar lebe ich immer noch. Hey, Schreiter! Stehen geblieben! Bewegung! Lauft!
Ah, ja, ist doch klar. Naja, ich muss erst mal ausmachen. Bis später.